Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4. Oder willst du den Rest deines Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Gefangene, an die Wand! Alter! Was ist denn schon wieder mit den... Alter, das macht mich doch immer so aggressiv. Ich hab ja echt so wenig FPS, das gibt's doch gar nicht. Das liegt ja nicht alleine nur an den Grafikoptionen. Da ist ja alles niedrig. Und so einen schlechten PC habe ich gar nicht. Was ist denn los? Mal kurz einen Cut. So. Steuerung anpassen, Grafik. Das Ganze jetzt mal aufsuchen. Ihr kennt die Regeln. Boah, Alter. Stirb. Tot. Jetzt geht's wieder. Gut, verschwinden wir aus dem Schreckloch. Hier da! Auf! Lauf an das Teufel! Was noch passieren mag. Alter. Warte dann! Ich komme! Boah. Du kassierst! Ihr kassiert eine! Bam! Tschüss! Vilek, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem! Dann löse es! Reicht's! Ist das schon alles? Na los, Pissbock! Scheiße! Alter, was ist bitte mit der Pessanzer los? Fuck. Alter Falter. Ey. Sollte mich einer abmoxen, werde ich dich als Geist heimsuchen. Verwundete Kerl. Jetzt stirbst du. Junge, jetzt verreck, verdammt nochmal. Schön, down. Vilek, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. Langsam. Boah, Alter. Sorgt dafür, dass er müde wird. Seid ihr lieber müde? Da würde ich doch am Schlafen. Das war Nummer 1 und das ist jetzt Nummer 2. Du stirbst, gell? Kein Problem, lass dir nur Zeit. Genau so! Bam! Tschüss! Das kann nicht euer Ernst sein! Ich hab's! Lauf! Oh, die sind zu stark! Lauf, 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 lauf! Ne, wir wollen nicht miteinander reden! Lauf! Boah! Alter! Eieieiei! Die FPS-Anzahl war doch sonst nicht so schlimm! Was macht er denn?
Du Cassius! Ich hab doch... Ach, Mann. Ei. Irgendwas stimmt doch gerade nicht im Spiel. Los! Feuer! Feuer, verdammt! Halte die Gefangenen! Glaub es wohl aus, Großverletzung! Zurück in die Zelle! Häftling, ja! Dort! Gibt's auch die Hände! Ihr sollt eure Waffen niederlegen! Stopp, der Stopp! In Stopp! Rutsche mit den Waffen! Tschüss! Und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir! Das wäre ich. Cimarron! Cimarron! Okay. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann! Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir! Ich kann... Das ist unmöglich! Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge! Da hat er aber nicht ganz so Unrecht. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Tschüss! Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Unity. Jawohl, perfekt. Ach, das hätten wir nicht auch geschafft. Auch mit ein paar wenig Rucklern und allem drum und dran. Aber ich habe gehört, jetzt sollte es besser werden. Laden. Elise? Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Lies es. Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden.
Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Al. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Ja, das ist eine komische Situation, kann man so sagen, die jetzt entstanden ist. Ja. Und sie ist anscheinend Templerin, das heißt unsere Feindin. Bezirke, CD. Matlauge aktivieren. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Irgendwie habe ich ja das Gefühl, dass wir jetzt den Assassinenorden aufsuchen müssen. Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächsten Einzelspielmissionen spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Ja, eingekehrt, Erinnerung abgeschlossen. Erinnerung bewerten war eigentlich eine gute Mission. Erinnerung abgeschlossen, sogar zwei Erinnerungen. Eins. Das. Die Sturmende Bastille. Generalstände. Was war das? Elise de la Serre. So, weiter geht's. Ah. Wir uns da gleich interagieren. So ein bisschen Force und Synchronisationspunkte sind das Ganze hier. Punkt. Die Wiedergeburt. Ah, würde sagen. Laufe ich schon mal zur Hauptmission. Gucken wir uns das schöne Paris an. Balis de Jussis. Ja. Das ist das schöne Paris. So, mal sehen, wo wir hin müssen. Das ist ein Sperrgebiet, ja. Boah, Alter. Als ob einer so weit springen kann. Wir müssen auf jeden Fall hier drumherum. Hier hoch. Und dann... So, weiter geht's. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Eieiei, Alarmglocken. Was macht der denn jetzt? Jetzt bin ich aus der Reichweite raus. Die wäre dann die nächste Hauptmission. Nun, da Arno nicht mehr im Gefängnis ist, ist es an der Zeit, Belleg aufzuspüren und dem alten Mann ein paar Antworten zu entlocken.
Was sind denn das machen wir jetzt. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Das Innere von St. Gabriel untersuchen. Was werden wir jetzt machen? Einmal da hoch. Und nach oben. Klettern, 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 klettern. Klettern, 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 klettern. Und da hoch und da rein. Und da rein. Hier oben ist ein Aussichtspunkt. Was soll dieses Licht nur erhellen? Was soll dieses Licht nur erhellen? Ach, ich muss da hoch, was war jetzt? Was soll dieses Licht nur erhellen? Das ist hier die Frage. Geh hoch. Ich glaube, ich muss einfach komplett nach oben. Vielleicht der Sonnenstrahl. Alter, was ist denn? Alter, kann der mal da hochgehen? Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. Hä? Ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. Kirschbombe. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Was muss ich denn hier machen? Alter, irgendwas hier hinten auf jeden Fall. Irgendwas da oben, aber was? Ah, ich muss. Nein. Ah, ich weiß aber jetzt, was ich immerhin, was ich machen muss. Klettern. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun haben. Ja, das hast du jetzt auch schon mehrmals gesagt. Ich kann hier auf jeden Fall hoch. Dann kann ich da drauf. Ja. Danke. Nein! Alter, ist der behindert. Komm. Was soll ich nur mit diesem Medaillon anfangen? Da hoch muss ich. Ach, jetzt verstehe ich. Das Medaillon muss irgendetwas damit zu tun. Ah, jetzt.
sieht interessant aus. Dann müssen wir dann mal irgendwie hin wahrscheinlich. Zack, und weiter. Und weiter. Und weiter. Und ich ab. Okay, nach oben. Jetzt. Aber man hat ein Zeitlimit. Ach so. Jetzt verstehe ich. Was macht er denn? Was soll ich nur mit diesem Medaillon anfangen? Also, das weiß ich jetzt. Okay, dann weiß ich jetzt schon mal, was ich machen soll. Muss ich jetzt nochmal interagieren? Ne. Ah, ich muss jetzt nach oben. Ganz schnell nach oben. Ganz schnell nach oben. Ganz schnell nach oben. Ganz schnell nach oben. Klettern. 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 Klettern! Klettern! Ist der Typ geistig behindert? Alter, nur weil der Typ einfach zu behindert ist, irgendwas zu machen. Jetzt, komm! Ja. Da. Geil. Hast ganz schön lang gebraucht, Pestpot. Was ist das für ein Ort? Das Sanktuarium. Hier üben wir und bereiten uns vor. Sicher vor den Augen unserer Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Das ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesen Tunneln aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben unsere Augen überall. Ach so. Viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gern etwas mit Ausblick? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pestpot. Aha. Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Okay. Interessant. Oh, es war ein beachtlicher Auftritt. Machst du dich lustig? Nein, nein. Wirklich, sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Der Kandidat möge vortreten. Also, der Sohn von Charles Dorian. Komm zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre, mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ine Zunubahu, Tutkilu, Kailai, Hal Anta, Mutta Akidon, Min... Anna Kavalek, Inau Kadendrala, Muaja Tiemulhakala, Seya Kuno Jaedan. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige, ja. Dann trink. Was? Trink. Das trinken. Interagieren.
Trink. Scheiße. Die haben uns irgendein abgesoffenes Scheiß gegeben. Nein. Witz. Hä? Scheiße, wir sind im Rausch. Müssen uns jetzt irgendwelchen Prüfungen unterziehen. Was geschieht denn? Hallo? Hallo, Alter. Spring! Wow. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Furak, das Video wartest hier. Ich komme nicht der Welt, die sein Zeiger oben steht und mach mir Jagen. Vater! Nein! Lauf! Ich komme, Vater! Nein! Wow, Alter! Wow! Lauf! Zum Rutschen an T und B drücken! Wow! Alter! Wow! Scheiße! Scheiße da! Vater! Wo steckt ihr? Alter! Lauf um dein Leben, Junge! Lauf, wie du noch nie gelaufen bist! Du Assassine! Alter! Wow! Das kennen wir ja schon. Ich dachte, wir wären jetzt schon beim Rutschstall. Aber der kommt ja jetzt erst. Lauf! Nein! Da ist der Brief. Ich krieg dich! Scheiße. Alter. Komm zu uns. Was tust du? Oh mein Gott, klettern! Klettern! Er muss ihn heute noch lesen, es ist äußerst dringend, das sagtet ihr. Das ist geiler Parcours. Wenn ich ihn hier lasse, wird ihm das Leben erfüllt, sobald er nach Hause kommt. Nein. Durch.
Was ist denn jetzt passiert? Ei. Den Assassinen unbemerkt töten. Ah, jetzt weiß ich meine. Dann lass mich doch mal hier durch. Einmal kurz außenrum. Dann von hinten. Tschüss! Dies sind die überlieferten Worte unseres Vorfahren. Die Worte, die das Herz unseres Credos ausmachen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde nicht die Bruderschaft. Lass diese Regeln deinen Geist beherrschen. Befolge sie und sie erheben dich. Breche sie und du stirbst. Steh auf, Assassine. Arnaud Dorian ist tot. Er wurde der Welt genommen und seine Sünden und Fehler wurden zu Staub. Er ist auferstanden als Novize der Assassinenbruderschaft. Geil. Wir sind jetzt auch ein echter Assassine. Und die Wiedergeburt. Dann geht's weiter in der nächsten Episode bei Let's Play Assassin's Creed Unity. Ciao, ciao.